Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich habe schon mit einem neuen Sonos Wow Video. Heute gibt's wieder ein Affen-Review. Und bevor wir loslegen, eine schöne Sache aus dem Chat, ich muss mich gerade amüsieren. Schreibt hier einer, spiel dir kein SW? 10-10 schlaue Menschen. So, wir sind heute auf dem Account von Gunnar Tim und er leiht mir seinen Lichtaffen. Da ich seit neuestem übelst begeistert vom Wasseraffen bin, freue ich mich heute, euch den Lichtaffen, ein LD Net 5, zu präsentieren. Ihr habt euch schon vor Monaten unter Reviews öfter mal, immer mal wieder gewünscht, dass ich auch nicht nur immer High-End-Game-Accounts präsentiere und Runen von Monstern zeigen, die ihr wahrscheinlich oder die viele wahrscheinlich nie erreichen werden oder momentan nicht erreichen können. Deswegen sind wir heute auf so einem Beginner-Account, der trotzdem natürlich ein paar Sixers hat und wir können trotzdem mit dem Lichtaffen ein bisschen was hinkriegen, also nicht nur ein Sixter oder so, der so normale Runen hat, damit wir trotzdem mal sehen können, was können wir denn mit so einem Lichtaffen schaffen, wenn wir ihn hätten. Den müssen wir erstmal ziehen, aber trotzdem nicht so gute Runen haben. Also was können wir auch mit nicht so teuren Runen erreichen? Und so versuche ich, naja, neben diesen krassen Runen auch mal so normale Accounts zu präsentieren. Ich lese erstmal seine Nachricht vor und dann kümmern wir uns um Kitan Doshing, irgendwie so. Er hat geschrieben, du kannst alles machen. TUA bin ich gerade bei 71, da benutze ich ihn hauptsächlich. Also reden wir gleich darüber, wo wir ihn benutzen können und dann sage ich euch, wo wir ihn denn heute im Video benutzen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du das machst. Ich wollte dir einfach mal danken, dass du so regelmäßig für uns Videos produzierst und dass du immer so abwechselnden Content bringst. Na, das freut mich sehr. Ich würde gerne meine Freundin Saskia grüßen, die ich einfach unendlich liebe. Wir sehen es schon hier. Schon sweet. Ich wünsche euch viel Glück. Außerdem meinen kleinen Bruder Lukas, meinen besten Freund Gerrit, zwei, die sich immer mein Gerede über SW anhören müssen. Außerdem meinen Kumpel Lukas und Dominik, die mich wieder auf SW gebracht haben. Außerdem würde ich gerne meine Gilde Ex Nihilo grüßen, die immer aktive Mitglieder für GK, BK, Labi sucht. Viel Spaß mit dem Affen und ein Herz für dich. Warte, ich zeige nur ganz kurz die Gilde Ex Nihilo. So, also ist noch ein bisschen Platz frei. Alright, jetzt geht's um den Lichtaffen. So, erstmal, LDNet 5s sind cool. Ja, manche haben wirklich einen Buff verdient, manche sind nicht so gut. Der Lichtaffe ist meiner Meinung nach sehr stark, wurde zusammen mit dem Wasseraffen gebufft und war schon vor dem Buff stark. Also haben wir jetzt eine noch stärkere Lichtaffen LDNet 5 Version. Sehr, sehr gut. Schauen wir uns erstmal die Base-Stats an. Ziemlich lustig. Also erstmal schöner Base-HP-Wert. Ist okay, vollkommen in Ordnung. Und dann 714 Attack, 714 Defense und 114 Speed. Krass. Also so ausgeglichen schon so in seinem Kit mega Hybrid. Also wenn wir so andere Monster ansehen, fast nirgendwo ist irgendwie der Attack- und Defense-Wert gleich. Bei dem ist der einfach komplett gleich. Finde ich ganz cool und schauen wir uns mal Chao an. 681, 593, ja, der ist HP-Type, trotzdem holen wir ihn ja meistens auf Damage und er hat einfach 714. Nicht schlecht. Und 714 Base Speed ist natürlich ein Traum, wir bekommen beim Erwecken Speed dazu, wie der Wasseraffe, also ziemlich schick. Zu seinen Runen, erster und zweiter Skill sind genau gleich wie beim Wasseraffen, also erster Skill Stunt oder hat die Chance zu Stunt und zweiter Skill ist dann auch dieses AOE Stun und kriegt Angriffsbalken. Der dritte Skill unterscheidet sich jetzt von dem Wasseraffen, logisch. Riesiges Netz und der Leader Skill, der ist krass. Reden wir ganz kurz über den Leader Skill, bevor wir zum dritten Skill kommen. 41% Resistance, überall. Resistance ist so ein starker Leader. Extrem nervig für die Gegner. Wenn ihr ihn selbst benutzt, klappt nicht so oft. Wenn die Gegner ihn benutzen, schrecklich. Riesiges Netz. Greift alle Feinde mit einem riesigen Netz an.
lässt sie eine Runde lang schlafen und senkt das Angriffstempo zwei Runden lang, jeweils mit einer Chance von 80%. Dieser Angriff fügt mehr Schaden hinzu, entsprechend deiner Max-HP. Skaliert auch noch mit HP. Man ruht ihn eigentlich nicht auf Damage, die meisten ruhen ihn einfach tanky. Also, wie können wir ihn ruhen? Wir haben offiziell zwei Favorite Builds. Das ist zum einen, wie ihr hier erkennen könnt, Qual. Und das andere, Gewalt. Und normalerweise ruht man so Speed, HP, HP oder Speed, Death, HP. Einfach tanky mit Accuracy, sehr, sehr, sehr viel Speed. So, was sind die Vorteile von Qual und Gewalt oder die Nachteile? Also Gewalt ist natürlich immer schön, ist so das beste Set in SW meiner Meinung nach. Das Problem ist nur, es ist ein bisschen überflüssig bei diesem Skill hier, weil wir E-Attack-Leiste bekommen und falls wir dann procken, wäre diese Attack-Leiste, die wir gewinnen, irgendwie wasted. Ja? So, und beim dritten Skill, wenn man ihn falsch spielt, könnte man den dritten Skill kaputt machen. Ja? Weil wir die ja schlafen lassen. Ich habe vor, wir beginnen mit dem Skill. Lassen die schlafen, procken, machen den zweiten Skill und wecken alle auf. Haben die Chance zu stunnen, aber es ist ja irgendwie doof. Ja, also so spielt man nicht mit ihm, aber man kann trotzdem auf Gewalt mit ihm spielen, indem man zum Beispiel mit diesem Skill beginnt. Auf Qual ist natürlich schön, dann haben wir noch eine höhere Chance mit allen Skills zu stunnen. Wir haben zwei AOEs, das passt sehr gut. Das Überflüssige ist wahrscheinlich, dass wir hiermit eh schon sleepen und hiermit eh schon stunnen und hiermit auch schon stunnen, aber Bonus kann nie schaden. Also ich finde Qual und Gewalt beides gut. Offset kommt natürlich auf eure Präferenzen an und was ihr für Runen habt, was ihr für Vorlieben habt, das wollte ich eigentlich sagen. Also entweder Wille ist natürlich top im Endgame oder Nemesis passt auch oder Rache geht natürlich auch, weil wir im ersten Skill natürlich revengen und dann stunnen können. Wo können wir diesen Lichtaffen benutzen? Wo wohl? In allen PvP-Situationen, also man kann ihn im GK benutzen, man kann ihn im BK benutzen und man kann ihn sehr gut in RTA benutzen. Man könnte ihn natürlich auch in der Arena benutzen und im PvE-Bereich können wir ihn sehr gut in TOA Hard benutzen, was er auch eben gesagt hat und auch im Labyrinth. Also gibt sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Ziemlich schick dieses Monster. Wir gehen mal aus diesem Channel ganz kurz raus, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Also ein sehr, sehr, sehr starkes Monster. Man muss immer auf das Team achten, mit dem man den benutzt. Man sollte danach nicht natürlich alle wecken. Das wäre nicht so schön. Haben wir hier irgendwo eine Dev? Wie wäre es hiermit? Okay, wir wollen ihn einfach mal als erstes mal sehen. Und wir kämpfen gleich gegen uns selbst, dann kämpfen wir mal in TOA und dann versuchen wir RTA mit ihm. Also, wie ich ihn spielen würde, ich würde zuerst den zweiten Skill machen, dann bekommen wir Attack-Leiste und danach machen wir den dritten Skill. So würde ich das machen. So, zack. Triple Kill. Wir haben drei Stunts direkt gehabt. Nicht schlecht. Varamos könnte uns stunnen, leider haben wir keinen Defense-Break hinzugefügt, aber er macht es nicht, trotz Procs. Und jetzt kommen wir nochmal zum Zug, weil wir ja Tech-Lights geklaut haben. Unser ganzes Team kam zum Zug, selbst wenn die AOEs gehabt hätten oder so, wäre hier nichts passiert. Und dann würde ich den Skill machen. Sehr schick. Richtig krass. Es haben Leute auf Reddit sich so, naja, so unterhalten, so diskutiert. Wer ist besser, Lichtaffe oder Hathor? Oder ist Lichtaffe die neue Hathor? Ich denke, die beiden kann man nicht so ganz vergleichen. Beide haben Vor- und Nachteile. Hathor hat halt zwei Runden AOEs lieb. Aber man könnte die ähnlich benutzen, ja, also wenn ihr so ein Hathor-Team habt, dann könnt ihr ihn auch anstelle von Hathor so in dem Dreh benutzen. Wir wollen natürlich irgendwie was haben, das die Gegner weiterhin sleepen lässt, das nicht die ganze Zeit die Leute aufweckt, sonst bringt der Skill nichts. Also Sleep ist schön, aber hat so ein bisschen Nachteile, Stunts sind immer besser, aber man kann den Lichtaffen extrem gut mit Garni kombinieren oder einfach so Monstern, die dann, naja, wir haben mit ihm so AOE, CC-Control und dann andere Monster, die vielleicht nur auf ein Monster gehen. Ja, man kann natürlich den auch mit Ciara kombinieren, aber dann die Bomben nicht detonieren. Es kommt immer darauf an, was ihr für Monster habt. Ich spreche hier natürlich von Net5s, aber dieses Licht-Net5 ist natürlich so ein richtiges Endgame-RTA-Monster. Man kann ihn aber trotzdem auch sehr gut so benutzen. Vor allem, weil wir extrem viele Turns bekommen. Man kann ihn auch sehr gut mit Rakuni kombinieren, um mal einen 3-Star zu nennen. Immer so Turns
hin und her schicken. So krass. So krass. Und ihr habt gesehen, wir haben schon wieder diesen zweiten Skill und wir sind nur auf Qual und nicht auf Gewalt. Also richtig schick. Wenn ihr mal so ein Endgame-Video sehen wollt, dann schaut in das von Foi rein. Da hat er ihn mal getestet. Aber wir haben ja heute mal einen Newbie-Account. So, wir testen mal unsere Defense. Ja, ja. Und passt auf, ich will euch zeigen, was passiert, wenn wir gegen Lichtaffen kämpfen und keine Immunity oder so haben. Das heißt, wir nehmen jetzt mal den Lichtaffen nach unten. Das heißt, der Lichtaffe ist schneller. Ist jetzt die Frage, wer wäre schneller, wenn wir das gleiche Team gegen das gleiche Team machen? Jetzt hängt es von der Reihenfolge ab. Also wenn wir den Lichtaffen nach unten packen, ist der Gegner schneller. Ansonsten, keine Ahnung. Was passiert, wenn beide genau gleich viel Speed haben? Wird es ausgelost? Wäre eigentlich eine interessante Fragestellung. Übrigens, zum Schluss gibt es eine Frage des Tages. Wenn ihr eine Frage habt, einfach #FDT in die Kommentare schreiben. What the fuck? Der Gegner muss schneller sein. Wer ist ja der gleiche wie wir und wir sind in einer anderen Position. Wahrscheinlich sind wir immer schneller, wenn wir gegen uns selbst kämpfen. Ich lass mal. Ich will mal zeigen, was da passiert. Four Man Stun. Four Man und der Stun schon wieder. Derpt leider. Aber heftig. Heftig. Und der kommt jetzt gleich wieder zum Zug. Jetzt bin ich gespannt, wenn er jetzt den AOE macht. Es wird heftig. Seht ihr, also wenn ihr den nicht irgendwie kontrollieren könnt oder so, der landet einfach alles, dann ist das fucking krass. Und da man den sehr tanky ruht, kann man den nicht mal so schnell töten. Jetzt hat er schon wieder seinen AOE. Da seht ihr, so ein Lichtaffe kann richtig gefährlich sein. Mich hat letztens, ich glaube im Stream sogar, einer mal in der Arena kaputt gemacht. Da habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Lichtaffe ist. Und plötzlich war ich kaputt. Also sehr gefährlich, wenn er zum Zug kommt. Ihr müsst nur darauf achten, die Gegner dürfen keine Immunity haben. Sowas wie Wusa, Vela wäre natürlich der Horror für ihn. Das wäre so der Counter. Deswegen vielleicht mit einem Stripper kombinieren oder irgendwie sowas. Kommt drauf an, was ihr für Net5s habt. Wie gesagt, Endgame, RTA, Net5 Monster. Vielleicht habt ihr einen Okeanos oder wer weiß, wer weiß. Aber ja, man kann mit ihm richtig krasse Sachen machen. Wie gesagt, nicht so das Damage Monster. Merkwürdig, dass jetzt schon auf unsere Shazoom geht. Nicht so das Damage Monster. Wir sind halt schlauer als der Gegner, Gott sei Dank. Also können wir ihn noch zerfetzen. Was wollte ich sagen? Nicht so das Damage Monster, aber ein richtig nice Support, Stun, Sleep, CC, Slow Debuff Monster, das extrem nervig ist und mit jedem verdammten Skill die Gegner unfähig machen kann. Jedem. Selbst wenn es auf Gewalt ist, kann es trotzdem mit jedem Skill die Gegner unfähig machen. Und wenn er auf Qual ist, kann er mit jedem Skill stunnen. Mit jedem Skill. Wir verlieren das noch, hä? Seht ihr, wie stark der ist? Wow. Ihr braucht Accuracy. Ich habe gesehen, er hat nicht so viel auf Seilen geruht, aber Accuracy kann nicht schaden. Wir brauchen nicht unbedingt diese Crit Rate, aber ja, schick. Gefällt mir. Es haben Leute nämlich so geschrieben auf Reddit, so, oh, der ist gar nicht so toll, die Skills, die passen irgendwie nicht zusammen. Der eine sleept ja und wenn man dann proggt und den zweiten Skill macht und alle wieder aufweckt, dann ist der doch schlecht. So spielt man auch nicht mit ihm. Also mein Vorschlag wäre, man beginnt mit dem zweiten Skill und dann kommt der dritte danach. Kommt natürlich auf die Situation an, vor allem in RTA, wenn die Gegner dann cutten, dann vielleicht lieber den dritten Skill machen. Aber naja, so mein Vorschlag. So, hier können wir ihn gut benutzen. Resistance Leader funktioniert natürlich auch in TUA. Wir nehmen aber jetzt mal den Speed Leader und ich möchte euch zeigen, wie wir die Gegner zerfetzen können. Schade, ich hätte gern, ich wollte gucken, ob er was Besonderes hat, also was Bestimmtes. Man kann ihn natürlich auch perfekt mit Succubus kombinieren. Und wenn wir TUA und Succubus kombinieren, ist das Ergebnis eine Aria. Die wäre natürlich auch ziemlich nützlich mit ihm. Aber wie gesagt, wir können... Hui! Also, weil hier 5 Monster sind und wir 4 gestunt haben, haben wir einfach instant den Turn bekommen. Ich mache jetzt mal das hier. So, weil wir jetzt erstmal mit den anderen was machen wollen. Vermos brauchen wir jetzt hier gar nicht mehr. Die sind alle schon gestunt. Ja, so kann das Ganze funktionieren. Jetzt können wir den dritten Skill machen und nächste Runde können wir dann schon wieder den zweiten Skill machen. Wenn wir so alle im AOE
einschlafen lassen. Dann macht man so RTA-Modus und fokussiert sich nur auf ein Monster, an dem man die ganze Zeit arbeitet und bei dem man vielleicht auch die Attack-Leiste zurücksetzt. So, und jetzt können wir die wieder aufwecken. Könnten wir, oder wir würden ein Monster angreifen. Wir versuchen die jetzt aber alle mal zu wecken und haben dann die natürlich noch weiterhin die Chance zu stunnen. Aber das ist natürlich immer riskant. Also in dem Sinne verstehe ich schon die Leute, die sagen, das ist so ein bisschen blöd, aber ich finde den einfach so extrem nützlich, so extrem stark. Es kommt halt immer darauf an, welche Monster man mit ihm kombinieren kann und wie schlau man mit ihm spielt. Also wenn man wirklich den dritten Skill macht, alle einschläft und oder alle einschlafen lässt und dann den zweiten Skill macht, damit alle wieder aufwachen. Nein, zuerst den dritten Skill und dann den zweiten Skill und damit alle aufwachen. Ich glaube, ich habe sogar richtig gesagt. Das wäre schon ziemlich dämlich. Da muss ich den Leuten zustimmen. Das funktioniert nicht. Aber seht ihr, so haben wir auch den dritten Skill jetzt mal als erstes gemacht und können jetzt den zweiten Skill machen und bekommen fast wieder Instant Attack Leiste voll oder Instant in Turn und können jetzt wieder den nächsten Skill machen, haben bald wieder den Skill. Es ist euch überlassen, situationsbedingt. Manchmal ist es besser, dass man mit dem zweiten Skill anfängt. Zweiter, dritter, erster. Oder man beginnt dritter, zweiter, erster. Je nachdem, wie das Szenario aussieht. Es ist ja immer individuell unterschiedlich. Also müsst ihr euch an die Situation anpassen. Aber es ist nicht immer notwendig, dass man mit dem dritten Skill beginnt. Das wollte ich nur mal ganz kurz ausdrücken. So viel dazu. Also wir sehen, der ist ziemlich krass. Mega nützlich für TOA. Auch für TOA Hard. Gefällt mir. Mit Aria natürlich ein Traum. Wow. Nicht schlecht. Also ich finde Sleep sowieso extrem nützlich und extrem nervig auch. Vor allem, wenn ich die Gegner immer einschlafen lassen. Ich hasse das. Aber ihr seht, wie krass das ist. Und diesmal hat er auch zuerst den zweiten und dann den dritten jetzt gemacht. Nicht schlecht, passt einfach, sehr gut für TOA. Wir machen jetzt zum Schluss noch einen RTA-Count. Ich bin mal gespannt, wie gut die Gegner sind und was unser Lichtaffe da so bezwecken kann. Wir haben ja natürlich, die anderen Monster sind jetzt nicht so RTA-tauglich. Vielleicht den Chao, mal sehen, was wir noch so haben. Windpanda auf jeden Fall. Aber ich glaube, mit Lichtaffen haben wir auf jeden Fall schon so einen Joker. Ja? Let's go! So wie zu dem Lichtaffen. Wollte ich nur mal kurz zeigen, dass auch nicht so gut geruhnte trotzdem viel erreichen können. Platzierungskämpfe laufen, dann würde ich mal sagen, wir holen ihm direkt einen Sieg. Hoffentlich treffen wir nicht auf einen mit Flügel und Blitzen. Das wäre schön. So, wir beginnen mit Windpanda. Wie ist der vor dem geruht? Beginnen wir mit Windpanda. Vielleicht können wir Bernard. Feueraffe. Okay, warte, dann mache ich mal so. Zack. Dann nehmen wir noch Lichtaffe. Und wie ist die Bella geruhnt? Ja. Emma. Irgendwas von denen. Der ist noch nicht erweckt. Der ist auch noch nicht erweckt. Wusa. Wir bannen auf jeden Fall den Wusa. Ja, wir bannen den Wusa. So ärgerlich, dass er jetzt Bernard geklaut hat. Wobei unser Bernard ist ja nicht so gut, also hätten wir den eh nicht genommen. Bella 74 Speed. Wie schnell ist unser Windpanda? 71 Speed. Der Windpanda passt eigentlich. So, zack, zack. Bitte bann nicht unser Lichtaffen. Bitte. Bitte nicht bannen. Bann Ciao oder so. Bitte nicht Lichtaffen bannen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, er ist AFK. Vielleicht entscheidet der PC an automatisch. Bitte entscheide dich nicht für den Lichtaffen. Bitte nicht. Bella. Okay, gut, akzeptiere ich. Wir nehmen Resistance Leader. Top Leader Skill für RDA. Der will unbedingt den First Turn bekommen. Ich hoffe mal, er kann uns nicht snipen. Wir haben natürlich keine Wille-Ruhen. Logisch. Aber, naja. Wir geben unser Bestes. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht stunnen. Nein. Oh, komm schon. SW ist in letzter Zeit so mies. Wenn ich irgendwas testen will, irgendwas zeigen will. Versteht zwar nicht, warum er das macht, aber okay. Okay. The fuck? Okay, wir haben eine Chance, danke. Gut, dann machen wir jetzt erstes hier mal den Heal. Und arbeiten schon mal an diesem Thumas. Vielleicht hätte ich doch den Defense Break machen sollen und dann direkt einen killen sollen. Gewalt Orion. Ew. Komm Lichtaffe, komm zum Zug. Vielleicht unterschätzt er ihn.
und denkt so, ciao ist das Problem. Aber nein, passt auf, was gleich passiert. Defense Breaks, sehr gut. So, wir machen jetzt den AOE, okay, den zweiten Skill. So, boom. Drei Stunts, sehr gut, wir holen uns Ciao zurück. Haben jetzt ein bisschen eine Tech-Leiste bekommen und können gleich diesen Sleep machen. Selbst in Low-Level procken die Gegner. Können gleich diesen Sleep machen. Nur beim Feueraffen natürlich nicht, da funktioniert das nicht. Aber bei den anderen, die können wir jetzt alle sleepen. Wenn wir die scheiß Affen zuerst mal Theomas Endure. Meine Güte, wehe. Gut, immerhin diesmal nicht. Ich habe schon wieder Angst gehabt, dass es schon wieder gestunt wird. So, er hat jetzt Glancing. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ach. Procs in diesem Spiel. Procs machen den Spielspaß kaputt. Selbst diese verdammten Anfänger hier kriegen diese Procs nur noch. Das Spiel heißt doch nicht Proc Wars. Oh, sowas finde ich nicht schön, okay? Also in letzter Zeit übertreiben die es so ein bisschen. Das finde ich blöd. Das finde ich mies. Richtig mies. Natürlich liegt es auch an unseren Runen, das ist logisch. Wir sind ja auf keinem Endgame-Account. Und wir haben auch nicht so viele Monster zur Auswahl. Aber trotzdem, diese Procs haben uns das jetzt kaputt gemacht. Vielleicht hätte ich doch mit dem dritten Skill in der Situation anfangen sollen. Seht ihr, dann müsst ihr entscheiden. Zweiter Skill, dritter Skill? Wie sieht's aus? Vielleicht hätten wir wirklich den dritten Skill machen sollen. Ja, ja. Ich wollte schon sagen, irgendwie tut mir der Typ leid, aber er hat eine Bestat. Also tut er mir nicht mehr leid. Meine Bestat. Oh. Gut, Licht dafür wurde nicht gebannt. Perfekt. Dann können wir jetzt einmal ihn noch hier testen. Ha. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass es ein schönes Monster ist, ein starkes Monster. Das natürlich auch ein bisschen Nachteile hat. Wenn es jetzt, wenn es Sleep zum Beispiel nicht aufgeweckt werden könnte, dann wäre er unfassbar OP. Nicht, dass er so schnell ist, was? Heute ist es aber irgendwie gegen uns. Stunt ausgerechnet natürlich unseren Lichtaffen. Typisch. Aber okay. Ich hatte schon Angst, dass der Barretta uns stunt. Gott sei Dank diesmal nicht. So, Baramos, du bist gleich futsch. So, jetzt können wir den dritten Skill machen, sonst wäre der Gegner, glaube ich, dran gekommen. Sehr gut. So krass, das ist einfach so ein Moment der Stille. Da kann der Gegner nichts machen. Und wir können uns, auch wenn wir in Barretta auf Gewalt, ist halt alles auf Gewalt, da kann man selbst in Notsituationen sich dann wenigstens nochmal healen. Man kriegt ein bisschen Verschnaufspause. Man hat den Gegner gesleept, vielleicht gestunt. Und auch noch ein Slow drauf, das heißt, wir haben extrem viel Zeit. Das sieht zwar wenig aus, aber für RTA sind so ein paar Züge zwischendurch extrem viel. So, das soll es jetzt gewesen sein. So viel zum Lichtaffen. Ich finde ihn mega cool. Lasst mich wissen, wie ihr ihn findet. Ich finde den Wasseraffen natürlich auch stark, aber Lichtaffe ist auch ziemlich krass. So, wir kommen jetzt zur Frage des Tages. Aaron Amart hat geschrieben, Samurai hat Ignore Defense. Ich habe ja gesagt, Kovi ist das einzige Wasser-Forster-Monster, das Ignore Defense hat. Ich habe mich gefragt, so, hä, wie kommt er darauf, dass er Ignore Defense hat? Er hat kein Ignore Defense, sondern er hat diesen Skill hier, ignoriert alle vorteiligen Effekte, welche den zugefügten Schaden reduzieren. Also sowas wie Schild oder sowas. Das ignoriert er, aber er ignoriert nicht die Verteidigung des Gegners. Also das muss man schon unterscheiden. Ja, also er hat nirgendwo einen Ignored Defense Skill. Mein Akku ist fast der. Oh nein! So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Summon of War Video wieder. Nochmal viele Grüße an Gunnar, Tim und an deine Freundin und danke, dass ich deinen Lichtaffen testen durfte. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Summon of War Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.